Als Ärztin auf der Gynäkologie hat Dr. Johanna Krämer schon einiges erlebt. Ihre nächste Patientin, die gerade aus der Notaufnahme überwiesen wurde, soll jedoch gleich für mehrere Überraschungen sorgen. Das verspricht schon der erste Blick in den Behandlungsraum. Guten Tag. Fotoshootinger machen. Aha. Naja, dann kann es ja nicht so schlecht gehen. Hallo. Guten Tag. Also ich stelle mich vor, mein Name ist Krämer, ich bin hier die Stationsärztin. Sie sind? Frau Lara Riedel. Frau Riedel und Sie sind die Patientin. Genau. Und Sie sind? Das ich bin Eva Spich, eine gute Freundin von mir. Ach, wie lieb. Und das Aha. ist mein Sohn Max. Aha, da ist ja wirklich niedlich. Frau Riedel wurde uns als Patientin angekündigt mit starken Schmerzen und großen Problemen, als ich dann in die Untersuchung kam. Und dort wurden Videoaufnahmen von der Freundin durchgeführt. Da war ich doch nun sehr verwundert. Also wenn man so starken Schmerz hat und es einem so schlecht geht, warum man dann noch Videoaufnahmen macht, das erklärt sich mir jetzt nicht. Gut. Ja, Frau Riedel ist in die Notaufnahme gekommen. Weil was ist schon gemacht? Blut abgenommen, ja. Urin wurde abgenommen. Die Ergebnisse kommen jetzt bald hoch. Okay. Verdacht auf eine Blasenentzündung. Okay. Und Fieber wurde auch gemessen, der ist sehr hoch. Ja, werden wir uns darum kümmern. Wollen Sie nicht vielleicht mit dem Kleinen rausgehen? Ach, ich kann nicht auch. Ja, bringst du vielleicht den kleinen Mats mit? Klar, komm mal mit. Ja, wenn wir ja die Untersuchung machen, ja, nee, kümmerst du nicht dabei dich. Sein. Machen wir was Schöneres, okay? Okay, wir sind hier. Wir machen jetzt was Schönes. Wir gehen mal gucken, ob wir einen Kakao finden. So, dann erzählen Sie jetzt mal, wie ist das mit der Blasenentzündung? Ja, ich hatte schon öfters eine Blasenentzündung. Ja. Ich habe auch schon Antibiotika genommen und Tee getrunken, aber irgendwie geht das nicht ganz weg. Dass Lara mit ihren Beschwerden nicht schon viel eher einen Arzt aufgesucht hat, wundert die Gynäkologin. Schließlich sind die Schmerzen bei einer Blasenentzündung mehr als unangenehm und im schlimmsten Fall können sogar die Nieren geschädigt werden. Jetzt sind Sie ja hier bei uns in die Notaufnahme gekommen. Haben Sie denn keinen Gynäkologen oder Hausarzt, dass Sie, Sie haben gesagt, das haben Sie nicht zum ersten Mal? Warum sind Sie heute hierher zu uns gekommen? Ja, ich hatte irgendwie keine Zeit, auch wegen meinem Job. Und da bin ich irgendwie nicht dazu gekommen. Aha. Was machen Sie denn? Ich bin Influencerin und habe eigene Videoblogs und mache so Mami-Lifestyle und viele Fitnessvideos und ja. Also im Internet? Genau, so. Da ist man natürlich viel unterwegs und aha, okay. Ja, dann geht das ein bisschen unter. Ja. Bitte erzähl das jetzt niemandem, was ich sage, weil das ist mir schon ein bisschen unangenehm, okay? Ja, okay, na klar, auf jeden Fall. Ja, also bei mir ist das jetzt schon länger so, dass ich, wenn ich niese oder huste, öfters mal Tröpfchen irgendwie in meiner Hose sind und aha. Ja. Achso, ich dachte, jetzt kommen schon irgendwelche Sexgeschichten auf. Aber Sie sind doch noch sehr jung. Das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Also bei Entzündungen, Blasenentzündungen passiert das schon mal, ne? Dass da mal ein Tropfen abgeht. Aber wenn Sie also jetzt keine Blasenentzündung haben, dann passiert das auch. Um der Ursache für Laras Blasenschwäche auf die Spur zu kommen, möchte Dr. Johanna Krämer noch weitere Untersuchungen bei der 27-Jährigen vornehmen. Begleiterin Eva verlässt so lange den Raum und plaudert dann bei Pfleger Gina aus dem Nähkästchen. Sie sind auch so Influencerin? Nee, bin ich gar nicht. Ich bin nur ihr größter Fan und ich verfolge sie schon richtig lange. Ach was, ja, genau. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ihr hängt dann auch zusammen jetzt ab oder? So, nee, sie ist ja untypisch für Fan und. Ja, also nee, ich habe heute so ein Treffen gewonnen und ja, da war so eine Ladeneröffnung und da durfte ich heute mit. Ja. Genau, und boah, jetzt ist leider, ein besonderer Tag, oder? Ja, eigentlich schon. Es war total schön, aber dann ist sie ja zusammengebrochen und ihr ging es gar nicht gut. Und jetzt sind wir demnach hier, ne? Ja. Ja, da lernt man auch eine andere Seite des Menschen kennen, ne? Ja. Und ich denke mal, das verbindet euch vielleicht doch ein bisschen mehr als du ahnst vorher, ne? Ja, das stimmt. Und jetzt darf ich halt hier dabei sein, ne? Mhm. Ach, hey, da bist du ja wieder. Na, Mats? Na, was hast du denn Leckeres bekommen? Kakao? Wir haben Kakao getrunken, ne? Lecker. Mhm. Ja, gut. Hör mal, das dauert jetzt bestimmt auch nicht mehr lange, ne? Die Mama ist da drinne. Und ja, die kommt bestimmt bald wieder. Das ist gar nicht meine Mama. Meine Mama ist zu Hause. Nee, das denkst du nur. Die Mama ist doch da drinnen. Die wird ja gerade behandelt, ne? Auf jeden Fall erstmal auf Toilette gehen. Die wird jetzt noch untersucht.
Und dann, wir warten noch einen Moment, ja? Als die Frau Riedel untersucht werden sollte, habe ich mir den kleinen Mats mit rausgenommen, habe ihn ein bisschen abgelenkt, einen Kakao gegeben und mit ihm ein bisschen gespielt. Ja, als wir dann in die Situation wieder reingekommen sind und er sagte, das wäre nicht seine Mama, ja, da war ich natürlich erstmal total erstaunt, habe dem Ganzen aber keine große Bedeutung gegeben. Er war natürlich auch ein bisschen aufgeregt hier im Krankenhaus, war für ihn auch eine andere Situation. Ich habe das eher mal hinten angestellt. Eine Stunde später soll die Aussage des kleinen Mats ohnehin in den Hintergrund rücken. Die Influencerin hat bereits einige Untersuchungen hinter sich und Dr. Johanna Krämer bespricht sich gerade mit ihrem Team. Da wird abermals dringend ihre Hilfe erbeten. Zurückbekommen. Kann jemand nach der Lara gucken, weil der geht's gerade gar nicht gut. Ja, wir schauen. Selbstverständlich. Frau Riedel? Ja. Was ist los? Ich habe voll Schmerzen. Es ist schlimmer geworden. Ja, ja, ne? Aha. Können Sie denn noch aufstehen? Können Sie aufstehen? Ja, Rollstuhl, ne? Ja, hol mal eine Rollstuhl. Nee. Ne? Die Begleitung kam dann aus dem Wartebereich und war besorgt, denn Frau Riedel hatte eine Verschlechterung ihrer Schmerzsymptomatik, auch das Fieber schien anzusteigen. Und so haben wir dann doch die vaginale Abstrichkontrolle und Untersuchung durchgeführt. Laras Fan Eva ist hin und her gerissen, ob sie sich um den kleinen Mats kümmern soll oder lieber ihrer neuen Freundin beisteht. Schwester Anna nimmt der 30-Jährigen diese Entscheidung gern ab. Im Behandlungsraum überrascht Patientin Lara dann mit einer ungewöhnlichen Bitte. Ich hatte es ja schon angesprochen, wir schauen uns das jetzt mal frauenärztlicherseits an. Mhm. Ja. Ach so, dann gehe ich aber jetzt wirklich raus. Da muss ich jetzt nicht mehr. Das muss ihr entscheiden. Hier, mach am besten ein Video. Was? Video? Ja, also, das ist aber gut. Ja, meine Fans müssen das doch alles mitbekommen. Die sollen doch an meinem Leben teilhaben. Ja gut, aber es gibt eine Privatsphäre. Das geht auch die Fans nicht an. Und hier im Krankenhaus findet sowas nicht statt. Die Frau Riedel ist ja Influencerin und wollte die bestmögliche Situation wieder zum Videodrehen nutzen. Und das ist ganz klar bei einer Untersuchung fehl am Platz. Und das war halt nicht in Ordnung. Und in dem Moment mussten wir das auch untersagen. Inzwischen liegen Dr. Johanna Krämer die Bilder der radiologischen Untersuchung vor. Die Gynäkologin hat nun einen konkreteren Verdacht, was die heftigen Unterleibsschmerzen bei ihrer Patientin ausgelöst haben könnte. Entsprechend hat die Ärztin noch ein paar Fragen. War der Max denn sehr schwer, als er zur Welt gekommen ist? Nein, ganz normal. Aha. Aber das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her mit der Geburt, ne? Ja. Haben Sie denn danach Rückbildungsgymnastik gemacht? Nein. Es war aber jetzt keine Vakuumgeburt oder Zangengeburt? Nee, einen Kaiserschnitt hat sie gehabt. Ich habe das aber ganz genau verfolgt auf ihren Video-Channels. Wir haben aber eben beim Ultraschall auf den Bauch geguckt und da habe ich aber keine Narbe gesehen. Ja, ich habe die mir weglasern lassen damals, weil ich so gerne Bikinis trage und ins Schwimmbad gehe. Das muss aber ein gutes Lasergerät gewesen sein. Ja, okay. Ja, Sie können sich einfach jetzt nur wieder kurz hinsetzen. Also, was man sehr deutlich sieht, für Ihr Alter komplett untypisch, dass Sie eine Gebärmuttersenkung haben. Haben Sie denn... Wie kann sowas denn passieren? Ja, es kann eine angeborene Bindegewebsschwäche sein. Das spielt mit Sicherheit noch eine Rolle. Das liegt dann so ein bisschen in der Familie. Das kann durch schweres Heben oder Tragen sein. Oder wie gesagt, bei Geburten, wenn das Kind sehr schwer gewesen ist und man sehr lange pressen musste, dann tritt das natürlich auch auf. Man kann durch eine Operation die Gebärmutter wieder an die richtige Position bringen. Das sollte ja in Ihrem Lebensalter auf alle Fälle sein. Jetzt auch noch. Und wer kümmert sich dann um meinen Sohn? Ja. Also ich kann auch auf jeden Fall auf ihn aufpassen. Nein, Quatsch, du hast schon so viel gemacht. Ich bin aber da, ich mach das auf jeden Fall. Nein, Quatsch, ich denke mal, meine Schwester kann das machen. Also hoffe ich natürlich, aber ich denke, sie macht das. Fan und Freundin Eva besteht darauf, sich zumindest so lange um Mats zu kümmern, bis Laras Schwester da ist. Kurz darauf meldet sich schon die nächste Patientin bei der Gynäkologin. Die 23-jährige Michelle möchte sich eigentlich nur ein Rezept ausstellen lassen.
Ich glaube, ich brauche eine neue Pille. Ja. Ich habe die jetzt ja schon ungefähr 6 Jahre genommen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich sie nicht mehr vertrage. Zwischenblutung habe ich bekommen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass das mit dem Hormonausgleich oder mit dem Haushalt dann nicht mehr richtig ist. Okay. Und jetzt habe ich sie schon länger nicht mehr bekommen. Die Periode? Genau. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Nach der langjährigen Einnahme der Pille und der recht zuverlässigen VHs war ich doch verwundert, was ich dann letztendlich im Ultraschall sehen durfte. Gut, also Sie haben gesagt, einmal haben Sie die Pille vergessen und dann aber nachgenommen. Genau, ich habe es am nächsten. Genau, ich nehme sie sonst immer morgens. Ja. Aber ich habe es halt leider vergessen gehabt, weil ich ein bisschen spät dran war. Auf der Arbeit musste ich pünktlich zum Termin sein. Aha. Aber ich habe sie am nächsten Tag dann ganz normal wieder zur richtigen Zeit eingenommen. Aha, na gut. Die Sache ist jedenfalls die, ich hoffe, es ist jetzt keine allzu schlimme Überraschung, aber da sehen wir die Gebärmutter und innen drin, da wo es eigentlich auch hingehört, eine Fruchthöhle. Das heißt, das sind ungefähr so 6 Wochen ist die Schwangerschaft alt. Das ist eine Schwangerschaft, die ist auch total intakt. Eine Schwangerschaft? Ja. Sie sind schwanger. Wie kann das denn sein? Ich habe die Pille ganz normal genommen. Aber Sie haben einmal eine vergessen. Als die Frau Haas von uns erfahren hat, dass im Ultraschallbild schon eine Fruchthöhle zu sehen ist, dass sie im Endeffekt schwanger ist, ja, da war sie natürlich total, schon mehr oder weniger verwirrt. Sie war geschockt. Ihren Freund hatte sie uns dann mitgeteilt, hat sie auch noch nicht so lange, 3 Monate. Das ist für eine Beziehung ja auch nicht wirklich lang. Sie wusste auch nicht, wie der reagieren wird. Und ja, auf eine Art hat sie mir da schon etwas leid getan. Die junge Frau bittet ihren Freund, sie abzuholen. Dann möchte sie ihm die überraschenden Neuigkeiten beichten. Indes kümmert sich Eva immer noch um den Jungen, den sie schon aus unzähligen Internetvideos kennt, die Influencerin Lara immer in ihrem Mami-Blog hochlädt. Umso größer ist die Überraschung, als Mats Tante auftaucht. Hallo! Hi! Hast du mich vermisst? Ich hab dich vermisst. Aha. Mama? Eva, Mama? Das hast du doch gerade auch schon mal gesagt, ne? Drin. Jetzt bin ich verwirrt. Mats ist mein Sohn, er ist Laras Neffe. Und wir wohnen zu dritt in einer WG zusammen und wir verstehen uns sehr gut. Lara nimmt ihn mir sehr oft ab. Letztes Jahr hat sie mich gefragt, ob sie mit Mats ein paar Videos drehen kann. Und ich habe gesehen, wie viel Spaß er hat. Und deswegen habe ich sie erlaubt. Mhm. Ja, ich bin wirklich jetzt sprachlos, ehrlich gesagt. Also, ist der ganze Channel eine Lüge, oder? Eva ist zutiefst enttäuscht von ihrem Internetidol. Für die behandelnde Ärztin steht damit endgültig fest, dass es keine Schwangerschaft war, die bei ihrer Patientin die Gebärmuttersenkung verursacht hat. Die Gynäkologin verfolgt aber längst eine neue Spur. Dann hat Nicole dir alles erzählt. Ja, was denkst du da? Eva, es tut mir wirklich richtig, richtig, richtig leid. Ich wollte das wirklich nicht, ich wollte dich nicht mehr lügen. Nur als ich mit Mats die Videos reingestellt habe, habe ich gesehen, wie viele Follower ich bekommen habe und wie viele Klicks ich auf YouTube bekommen habe. Und ja, ich wollte das wirklich nicht. Also ich verfolge das ja echt schon lange mit dir, ne? Und wirklich alles, was damit zusammenhängt, das ist wirklich richtig enttäuschend, finde ich. Die Frau Spich als größter Fan von der Frau Riedel konnte ich absolut verstehen, dass sie enttäuscht war. Ganz klar hatte man andere Erwartungen an diese Person, weil sie einfach sie auch als Inspiration genutzt hat. Ich habe mir im Internet, dank ihres Hinweises, dann mal ihre Seite angeschaut. Dann bin ich aber auf Folgendes gestoßen. Und also das sind Sie ja wohl. Ja, das ist richtig. Und was Sie da tragen, ist eine super tolle Kugel. Und was wiegt die? Schon 20 Kilo. Was? Das ist ja wohl nicht wahr. Also so einen kräftigen Eindruck haben sie mir gar nicht gemacht. Und für so eine zarte Person wie Sie, dann 20 Kilo. Und das machen Sie täglich? Ja, fast. 6-mal die Woche. Ja, das gibt's doch gar nicht. Aber das haben Sie bestimmt nicht mit einem Personal Trainer oder sonst irgendeinem kompetenten Sportler abgesprochen. Nee, die Übungen habe ich mir alle selber ausgedacht. Mein lieber Scholli. Man muss dann halt einfach mal drüber gucken, ob die Ausführung auch richtig ist. Ne? Ja, aber das Gewicht ist...
einfach, das ist zu viel. Ja? Sie haben eine angeborene Bindegewebsschwäche und da ist diese Übung mit Sicherheit kontraproduktiv. Nach der OP wird alles wieder gut sein, aber Sie dürfen das in dieser Form auf keinen Fall wieder machen. Ja? Weiß ich Bescheid. Aber es ist ja mal interessant zu wissen, wie viele machen das auch falsch danach. Ja. Und Lara, vielleicht ist das ganz gut, wenn du mal für deine Fans so ein Video drehst, wo du denn alles erklärst. Ja, das hatte ich sowieso vor, weil ich habe dir jetzt irgendwie auch die ganze Zeit belogen, auch mit der Sache mit Mats. Und wirklich, Eva, es tut mir richtig, richtig leid. Ich wollte das nicht. Ich werde wirklich meinen Fans sagen, dass das alles nicht gestimmt hat. Ja, solltest vielleicht, du vielleicht wirklich. Die Frau Riedel hat sich bei ihrem größten Fan, der Frau Spich, vom ganzen Herzen entschuldigt. Und ja, das habe ich ihr schon abgekauft. Vor allem wollte sie einfach auch ihre ganzen Fans damit aufklären, dass es einfach eine Lüge war, sich vor allem zu entschuldigen und das Ganze halt einmal ins grüne Licht zu rücken. Und das fand ich auf jeden Fall schon mal super. Lara hat ihren Fans wenige Tage nach der Operation tatsächlich die Wahrheit über den kleinen Mats erzählt und die echten Mamis vor falschem Training gewarnt. Durch ihre sympathische Ehrlichkeit konnte sie sogar einige Follower dazu gewinnen. Für Fan Eva ist sie inzwischen kein Idol mehr, sondern eine echte Freundin geworden. Bei der 23-jährigen Michelle gibt es auch ein Happy End. Ihr neuer Partner freut sich darauf, demnächst Papa zu werden.